Hallo und herzlich willkommen zurück zu Digimon Part 7 auf der PlayStation 4. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind gerade hier unterwegs in die Detektei, um zu sagen, Auftrag gut erfüllt. Okay, aber sie will es anscheinend gar nicht wissen. Wir sollen einfach nur hier an das Whiteboard gucken. Kriegen einen Stempel und ja, tolle Goodies. Okay. So, was gibt's jetzt zu tun? Oh, jetzt dürfen wir auf die Straßen. Oh, wir dürfen wieder Fragen stellen. Ich freue mich. Ja, okay, gut, alles klar. Shinjuku. Machen wir. Okay, also, und meine Eltern haben anscheinend gewusst, dass wir im Krankenhaus sind und wollten mich besuchen kommen. Jetzt müssen wir erstmal sagen, dass alles in Ordnung ist. Aber sie ist so beschäftigt, dass sie anscheinend nicht rangeht. Na gut, dann kann es nicht so wichtig gewesen sein. Gut, na dann gehen wir mal nach Shinjuku und sagen bei Gelegenheit unseren Eltern mal Bescheid. Wir haben gerade auch zwei Nachrichten bekommen. Vielleicht sind das sogar meine Eltern. Ne, Nokia hat geschrieben. Wir sollen mal zu einem bestimmten Song hören. Ja, das können wir bestimmt gar nicht machen. Was können wir hier sagen? Ja, das war aber nicht. Ach so, wir waren irgendwie beim Falschen. Also es ist leicht verwirrend hier. Ja komm, wir hören das mal an bei Gelegenheit. Auch wenn ich denke, dass wir es wahrscheinlich nie hören können. Und was hat Yukino geschrieben? Wer ist das überhaupt? Dass wir das Wochenende kommen wollen. Ja komm, natürlich kommen wir. Ganz klar, uns geht's ja wieder gut. Außerdem können wir da gleich gucken, ob unser Avatar das hält, was er verspricht quasi, dass uns hier keiner mehr erkennt. Das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt hier nach Shinjuku gehen sollen. Gucken, ob wir auffallen. Na, dann gehen wir mal hier nach draußen. So, Shinjuku. Ich freue mich so, dass man mal was anderes sieht als diese blaue Welt von wo wir sonst immer waren. Also, wo man einfach nur durch stupide Pixel-Grafiken gelaufen ist. Da ist es doch hier mal was anderes. Aha, hier hat gleich einer ein Ausrufezeichen, da werden wir ihn gleich mal ansprechen. Das ist ja Blue Box oder Arata. あの化け、初めて見たぜ。なんとなく噂には、あの後運営に問い合わせてみたんだが、知らぬ存ぜぬの一手、どう考えたって不自然だと思わないか?あんなもん、どうにも気になるんだよな。少なくとも、公式のイベントや底辺ハッカーの悪ふざけってんじゃなさそうだ。ん?俺がハッカーかどうか、まあ、それは、なんつうか。 Sag ich ja. Jetzt geht er. Nur weil man drauf angesprochen hat, dass er auch ein Hacker ist. Ja gut, dann mischen wir uns mal unter das Volk. Ich krieg da auch Hunger, wenn ich das jetzt hier lese. Ich muss unbedingt danach mal was essen, nach dem Let's Play hier. Der redet auch von Essen. Shinjuku scheint hier anscheinend ganz schön bekannt zu sein für Essen. Was hast du noch zu sagen? Ach nee, mit der habe ich ja schon geredet. Ja, bla 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 bla. Das sind ja so alles so Hintergrundinformationen, die total unrelevant sind. Aber man kann ja trotzdem mit 1000 Leuten sprechen, was wir bestimmt auch tun müssen, damit wir dann sagen können, ich bin nicht erkannt worden.
Okay, hier ist die Spielwelt zu Ende, kommen wir nicht mehr weiter. Nach da drüben kommen wir auch nicht, wo die anderen beiden stehen. Na gut, dann nicht. Was hast du noch zu sagen? Ja, er hat irgendwie keinen Bock hier zu reisen und will am liebsten einfach nur online reisen, weil das schneller geht. Aha, aha, aha. Ganz interessant. So, gehen wir mal hier weiter. Nach hier geht es auch nicht mehr weiter, aber da hinten blinkt was. Aha. Du noch was zu sagen? Okay, wenn wir hier geradeaus gehen, dann kommen wir in den Untergrund. Oh, hier sind noch zwei mit Ausrufezeichen. Das scheint wichtig zu sein, das Gespräch. Oh, Sakura, das erinnert mich voll an Street Fighter. Aber die sieht nicht so aus. Ich scheine mich auf jeden Fall zu kennen. Ich kenne meine Mutter. Sie ist anscheinend von irgendeiner Boyband oder so. Total begeistert. Ich finde es immer geil, dass wenn wir reden, irgendwie ein Text erscheint, immer nur bla 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 bla. Oh, wir haben gesagt, dass wir ein Cyber-Sloyd sind. Übrigens, keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Vor allem Sloyd. Ich muss das mal googeln, was das eigentlich überhaupt heißt. Irgendwas Ultra-Hacker oder so. Keine Ahnung. Sie stöhnt. Mompel, mompel. Was ist jetzt los? いいまならいけると思ったんだ。つうかお前地味剣知ってんの？バンドだよ、バンド。ああ、なんか最近地味剣だぜ。何がいいんだか。まあ、曲はそこ。とにかく、お前が電脳探偵になって送別会したのにな。けど、これからもお前に会…うん。 Ja, cool. Das waren natürlich schon die zwei wichtigen Gespräche, die wir machen mussten. Oh, wir haben auch gleich Nachrichten hier gekriegt. Yukino hat gesagt, ah ja, die japanischen Krankenhäuser sind natürlich super gut ausgestattet und wir sind dadurch super schnell gesund geworden. Oh, jetzt haben wir irgendwie die andere Nachricht gar nicht gelesen. Die war bestimmt genauso informativ. Gucken wir doch einfach nochmal nach. Digiline, Friends. Nokia hat gesagt, ja, cool, lass uns das, du sollst mal das Album auschecken. Und das letzte Lied ist der Wahnsinn. Unbedingt will ich das machen. Aber jetzt gehen wir erstmal zurück in die Detektei. So. Nakano. Wir sind ein guter Avatar in der realen Welt. Wir fallen nicht auf. Wir brauchen unseren Körper gar nicht mehr. Hallo. ところで話は変わるが、君に新しいエデンアカウントを用意した。現在君は、エデンネットワーク上で正しく、そのため通常手続きでエデンロックコネクト Okay, also es ist Zeit, sich jetzt ins Eden-Netzwerk wieder einzuloggen. Weil es jetzt Zeit für etwas Arbeit ist. Oh, jetzt kommt jemand. Hä? Kennen wir doch. Ja.
Okay, ich bin mal voll gespannt, was sie jetzt hier für einen Auftrag hat. Alle sitzen, nur wir stehen. Ihr Vater ist verschwunden. Okay, sie hat ein paar Informationen zu ihrem Vater. Aber sie hat eigentlich nur... sie hat eigentlich nur noch eine Info, was für einen Eden-Account er genutzt hat. Der soll wohl noch eigentlich aktiv sein gerade. Simple Aufgabe, wir sollen den Vater finden. Machen wir natürlich, ganz klar. Okay, und sie geht jetzt auch, weil sie hat jetzt gerade keine Zeit. Gut, Aufgabe ist es, den Vater zu finden. Wir haben ja nicht viele Hinweise. Aber das macht nichts. Unsere Bossin wird das bestimmt rausfinden. Und wir machen einfach nur, wir sind ausführende Kraft. Jemand hat seinen Account gehackt, okay. Na Mensch, eine total andere Aufgabe wieder. Wir sollen wieder Fragen stellen, mit Leuten reden und rausfinden, was ist mit dem Account passiert. Weil irgendwie Account Raids mit ihm durchgeführt wurde, mit dem Account. Also irgendjemand hat den gehackt, aber was nicht Raids genau ist, weiß ich auch nicht. Account Raiding haben wir jetzt als Keyword. Na gut, nochmal zwei Nachrichten bekommen. Wer schreibt denn jetzt? Ah, Sakura und Ryota. Lass uns doch mal wieder was machen. Ja, von mir aus. Und Sakura schreibt, ja, okay, irgendwie ganz coole Sachen, die man kaufen kann, Merchandise. Auf geht's, Connection Jump. So, wir sollen jetzt in Eden ein bisschen rumfragen, ob jemand was Genaueres weiß. Oh, hier hat ja jeder was zu sagen. Schon wieder eine Nachricht, ey, das ist ja wirklich nervig hier. Okay, also sie sagt uns, dass wir einkaufen gehen können. Also wir sollten auf jeden Fall was einkaufen, bevor wir hier, was weiß ich, wohin gehen. In böse Bosskämpfe. Merken wir uns. Fragen wir mal nach unserem Keyword. Okay, das hat mir jetzt nichts gesagt. Was sagst du dazu? Dass sie eigentlich nichts davon weiß. Gut. Hier ist Mr. Navid. Hallo. Und du hast bestimmt mehr zu sagen. Du hast vorhin schon so viel geredet. Saxon. Saxon macht Account Raiding. Aber er weiß nicht, wo sie sind. Aber es gibt viele von ihnen. Das ist wahrscheinlich eine Gruppierung. Und wir sollen nach Kowloon gehen, um nach Saxon zu fragen. Hier ist ein Shop. Wir gucken mal, was es gibt. Willkommen. Okay, es gibt hier diese HP-Kapsel. Also halt hier, um Energie aufzuladen. Aha. Okay, wir gucken mal, was wir eigentlich haben. Woran sehe ich denn, wie viele ich davon habe? Aha, 18. Und davon haben wir 3. Ja, komm, dann kaufe ich einfach noch eine davon. Ich glaube, wir haben eigentlich genug. Was gab's noch? Nö. Ich
glaube nicht. Gut, na dann gehen wir mal nach Kowloon. Da waren wir ja schon lange nicht mehr. So, mal gucken, was es hier zu erzählen gibt. Ich sag, kommen wir in einen Zufallskampf oder nicht, bevor wir die passende Information haben? Ja oder nein? Sagt's mir jetzt! Ich sag ja. Oh, hier stehen ja schon zwei. Was hast du uns zu Sexen zu sagen? Mhm. Okay. Und was sagst du zu mir? Was hast du über Sexen zu sagen? Oh, sie war mal ein Mitglied. Ach stimmt, da oben steht ZX-Sexen-Hacker. Aber dann kamen zu viele Blödmänner. Dann ist sie anscheinend ausgetreten. Jetzt kommt noch ein schlaues Sprichwort. Oh cool, sie hat uns die URL gegeben, wo die sich alle treffen. Sehr cool. Oh je, ich glaube, ich habe falsch gelegen. Ey. Bisher haben wir noch keinen Zufallskampf. Ich glaube, die Zufallskämpfe kamen alle danach, aber jetzt gehen wir ja schon wieder. Du. Ab zu den Sechsens. Klingt wie so eine Familie. Oh, ist ein Forum. Oh Mann, das sieht ja auch total anders aus als sonst. Und diese Kapuzenpullis müssen auch im Angebot gewesen sein. Irgendwie hat da jeder einen an. Je nachdem, ob Mann oder Frau, entweder Rock oder Hose. Dann fragen wir nochmal über Account Rating. Was ist das? Ja, das hat sie auch keinen Bock, uns darüber zu sagen oder weiß es nicht. Oh cool, wir können mehr hacken. Geil, dann können wir jetzt bestimmt diese Firewall endlich mal hacken, die wir schon von Anfang an hier kennen. Oh, wir haben die Sexen-Mask gekriegt. Und schon wieder eine Nachricht, ey, das gibt's doch nicht. Arata schreibt. Also, er hat das immer noch nicht verkraftet mit diesem Monster. Beschäftigt ihn. Dabei sind wir doch der Leidtragende hier. Wir haben schließlich unseren Körper nicht mehr. Schon wieder eine Nachricht. Mhm. Ja gut, also wir merken uns, wenn alle Schlüssel weg sind, brauchen wir mit dem Rest auch nicht mehr reden. Also, da hinten hat noch was geleuchtet. Wir müssen zurück. Ich hab's noch gesehen. Ganz versteckt in der Ecke. So. Jetzt können wir gehen. Auf, zurück. Nach Kowloon. Bald Level 2. So, aber jetzt werden wir Zufallskämpfe kriegen, oder haben wir alle Digimon hier schon getötet? Ich denke nicht. Aber wahrscheinlich erst nach dem Spielplatz. Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen kämpfen, dass unser Digimon mal hier stärker wird. Ich habe das Gefühl, das ist noch ganz schön schwach. Ich weiß sogar gerade gar nicht, welches Level wir sind. 8 oder 9? So. Langsam kennen wir uns hier aus in den Gemäuern. Da vorne ist die Firewall. Kein Zufallskampf. Vielleicht gibt es keine mehr. Was hast du uns noch zu sagen?
Ach, guck mal, hier steht ja gar keiner mehr. Na, voll gut. Dann... kann man gar nicht. Na gut, dann machen wir doch Level 1. Was hat er uns dann gegeben? Aber auf jeden Fall sind wir jetzt fähig, das hier zu zerstören. So, Leute, das war's für Part 7. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und dass es euch gefallen hat. Das freut mich natürlich vielleicht noch mehr, wenn es euch gefallen hat. Schaltet doch einfach wieder rein, wenn es so ist. Ich freue mich über, ja, jeden Abonnenten, über jeden Like. Je nachdem, ob es euch gefallen hat. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.